Hands of the Wall Festival, was steckt dahinter? Da steckt geballte Frauenpower dahinter. Hinter uns ist Octofly Arts, das ist eine Künstlerin von uns mit dem T-Rex zum Beispiel. Ein Beispiel, was das heißt, Hands of the Wall, Graffiti und Street Art arbeiten im Werksviertel hier Mitte auf über also 22 Wänden. Ich weiß, wir haben jetzt mittlerweile sogar mehr, weil die Mädels sich, wenn sie schnell waren, dann noch andere Wände gesichert haben. Das heißt, wir haben die 22 geknackt. Ja. Um was geht's dabei? Es geht darum, Frauen in der Kunst zu unterstützen. Frauen sind in der Kunst immer ein bisschen auch nicht so wirklich sichtbar. Ja? Hands of the Wall bringt das Spotlight quasi auf die Mädels. Es ist wichtig, Frauen da ein bisschen zu unterstützen. Und sieht man, dass es eigentlich geht um die Kunst. Also wir haben verdammt gute Künstlerinnen hier. Was mache ich als Künstler oder Künstlerin, wenn ich mich bewerben will? Das ist relativ einfach. An info@handsofthewall.com eine E-Mail schreiben, wenn ein Open Call draußen ist. Also ich mache oft für die Festivals eine offene Bewerbung. Da kann sich dann wirklich jede Künstlerin bewerben. Wir haben auch Crews gemischt dabei. Es ist natürlich für die Mädels da in erster Linie. Ich bekomme aber auch jedes Jahr auch Anfragen von Männern, die gerne allein kommen wollen, weil sie sehen, es ist ein wirklich tolles Festival und es sind tolle Künstlerinnen da, was immer recht lustig ist. Wie bist denn du selber dazu gekommen? Ich war auf einer Schule, Kunstschule Wien und habe Comic und Animation studiert und da gab es eine Keramikklasse und da habe ich mich verliebt. Und dann bin ich bei den Keramiken gelandet und habe eines Tages festgestellt, es gibt eigentlich niemanden, der mit Keramiken in dem Bereich arbeitet und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und dann bin ich seit über 10 Jahren dabei geblieben. Mich hat es einfach erwischt mit dem. Also ich war sofort zu Hause in dem Bereich. Ich bin eigentlich mehr Bildhauerin als Malerin. Ich kann auch malen. Ich male auch mit Dosen. Die wenigsten wissen, dass ich das tatsächlich auch tue. Aber ich mache sehr gerne eigentlich lieber die 3D-Arbeiten. Also wirklich eigentlich mehr Bildhauerin. Hast du Tipps für Künstler und Künstlerinnen, die anfangen wollen? Absolut. Macht es. Geht raus, tut es. Malt auf legalen Flächen. Was super funktioniert, hast du Mama und Papa, die zu Hause Garten haben, da gibt es einen Gartenzaun, tob dich da aus, im Zweifel kauf dir so große Spanplatten, auf denen du malen kannst, einfach nur um aus diesem kleinen A3, A4 Bereich rauszukommen, einfach groß einmal ausprobieren, jeder fängt klein an, jeder macht Fehler am Anfang, jedes neues Medium ist was, das man lernt, alle Spraypainter und Graffiti-Künstlerinnen und Street-Artists haben klein angefangen. Also macht es einfach, traut euch.